Herzlich willkommen zum Treue 2.0 Online-Kongress. Mein Name ist Marianne Kreisig und heute bin ich hier mit Davor Kosanitsch. Habe ich das richtig ausgesprochen? Genau, ja. Okay, wunderbar. Davor ist Wissenschaftler, er ist Healthcare Innovator und Impact Entrepreneur. Du wirst uns auch gleich noch erzählen, was es genau ist. Du bist Gründer der Reconnect Foundation und die Reconnect Foundation entwickelt neue Therapien im Bereich der psychischen Gesundheitsvorsorge oder auch Mental Health, Mental Wellbeing. Und wir sprechen heute über das Thema, also diesen Einklang mit den eigenen Werten als eigentlich Voraussetzung für Selbsttreue und auch darüber, welche Rolle in dem Bereich die Pflanzenmedizin und auch Psychedelika spielen. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Interview, auf das ich mich auch sehr, sehr freue. Schön, dass du da bist, Davor. Es freut mich, hier zu sein. Vielen Dank, Marianne. Davor, ja. du hast vor der Reconnect Foundation schon ein anderes Unternehmen gegründet im Bereich so der Krebstherapie. Und mich interessiert ja, was ist eigentlich genau, also du sagst, du bist ein Healthcare Innovator und ein Impact Entrepreneur. Was genau ist es und wie sah dein Weg aus dorthin? Okay. Vielleicht fangen wir mal mit meiner Definition von dem, was das heißt. Also Healthcare Innovator ist recht einfach. Das sind alle Leute, die versuchen, Innovationen im Gesundheitsbereich, sei es technologisch oder strukturell, systemisch zu implementieren. Ne? Und ich komme eben aus den Wissenschaften, aus der Technologie auch. Das heißt, mein erster Zugang war von der technologischen Seite. Da auch das erste Unternehmen Summentree Medical. Es ging um eine Bildgebungstechnologie, eine mikroskopische Bildgebungstechnologie, um Frischgewebe zu untersuchen während eines chirurgischen Eingriffs. Also wenn man einen Tumor entfernt, ist oft eine schwierige Frage, ob man die gesamte Tumormasse herausgeschnitten hat. Ne? Und dann schaut man sich die Schnittfläche an, typischerweise mit Laborverfahren, histopathologischen Verfahren, aber oft erst nach der Operation. Und dann müsste man eine zweite, wenn eben der Schnitt nicht sauber ist, man immer noch im Tumorgewebe ist, müsste man nochmal ein zweites oder ein drittes Mal sogar operieren. Und bei dem Gerät, was wir entwickelt haben, ging es darum, dass man im OP-Saal das Frischgewebe einfach nehmen kann, auf einen Scanner legen kann und auf eine große Fläche mit mikroskopischer Auflösung sich anschauen kann, sind wir im gesunden Gewebe schon. Genau. Also das war eine Technologie, die wir entwickelt haben. Und es ist eben ein sehr komplexes Unterfangen, Healthcare Innovation, weil es gibt oft sehr strikte Regulatorien, Qualitätsstandards, die man respektieren muss. Genau. Und ja, eben letztendlich muss man sich dann auch die Gesundheitsökonomie anschauen. Und das ist, würde ich sagen, wo die ersten, sage ich mal, ja, Lichtfunken bei mir aufgingen in Richtung Impact Entrepreneurship, wo ich gemerkt habe, dass es da auch Schwierigkeiten gibt wie ich finde zumindest, auf systemischem Niveau, wie, sage ich mal, die klassische Gesundheitsinnovation heutzutage geschieht. Und leider ist es so, dass es eben ein profitgetriebenes Gewerbe ist, was oft dazu führt, dass eben, ja, letztendlich, wenn man wirklich tief drinnen ist, dominieren die Aktionärsbedürfnisse die Entscheidungen in allen Unternehmen. Also man spricht oft von Patient Benefit. Mein Eindruck ist, dass es leider in vielen Fällen zu einem Marketing-Claim herunterreduziert wird und dadurch eigentlich man Lösungen entwickelt, die vor allem Geld einbringen und erst im zweiten Schritt den Patient Benefit. Also ich bin jetzt ein bisschen absichtlich etwas kritisch der Innovation gegenüber, ja. Aber wenn man sich anschaut, zum Beispiel gibt es einen ganzen Bereich von sogenannten Neglected Diseases aus armen Ländern, wo eben nicht genug Geld da ist und die bleiben neglected, also vernachlässigt, weil eben kein kommerzielles Incentive und Interesse besteht. Und daher denke ich... Entschuldigung, ist Impact Entrepreneurship dann, also bedeutet es, einen sozialen Impact zu haben oder kannst du das noch definieren? Genau, ich würde sagen, dass, also man spricht oft von einer Triple Bottom Line, das heißt, es soll schon ein gewinnbringendes Unterfangen sein, jedoch der Profit, der Gewinn ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck und ich finde, das ist so ein bisschen, wo die Sachen auf den Kopf gestellt wurden in den letzten vielleicht 50, 60 Jahren und es wäre ganz gut, wenn wir zurückkehren zu dem, warum wir Sachen machen und uns fragen, warum machen wir Innovation? Ist es
wirklich um Leuten zu helfen oder ist es hauptsächlich um Geld zu machen? Und ich möchte jetzt nicht das Verteufeln, das Geld machen, das braucht es ja auch, ne? Also profitables Gewerbe ist sehr wichtig. Nur die Frage ist, auf welcher Grundlage oder was ist das letztendlich entscheidende Kriterium, mit dem wichtige strategische Entscheidungen getroffen werden? Ich hoffe, das macht Sinn, was ich hier sage. Und ich denke, wenn wir es so umformulieren und von einer Triple Bottom Line sprechen, also wo es auch soziale Wertschaffung und auch sogar ökologische Wertschaffung, vielleicht im Gesundheitsbereich weniger relevant oft, aber ich denke im Allgemeinen sehr relevant geht und das genau den gleichen Wert hat wie eine finanzielle Wertschaffung, dann ändern sich Sachen, weil dann ändert sich auch die Bewertung, dann ist auch die Kostenrechnung eine ganz andere. Also man spricht oft von Externalities, also von verdeckten Kosten, die nicht mit einberechnet sind im Preis. Und das ist zum Teil einer der großen systemischen Probleme und der Grund, warum wir die ökologische Krise haben, die wir haben, ne? Und viele andere Sachen. Also ich denke, wenn man diesen Impact-Gedanken von Anfang an in die DNA der Innovation der Unternehmen hereinbringen könnte als grundlegendes Paradigma und nicht irgendwie als ein alternatives System, dann denke ich, würde die Welt ziemlich anders aussehen. Und wie ging es dann weiter? Also von dem letzten Unternehmen, das du gegründet hast, wie kam es dann so der Sprung zu dem, was du jetzt machst? Und vielleicht kannst du auch nochmal erklären, also was die Reconnect Foundation macht, weil das ist sozusagen ja auch, weshalb wir dich jetzt auch angefragt haben für dieses Interview, weil es ja da ganz stark um diese Rückverbindung zu einem selbst geht. Also die Reconnect Foundation und auch ein operativer kommerzieller Arm, Reconnect Labs, entwickelt neue Therapien im Bereich der Gesundheit, der psychischen Gesundheit. Und es geht vor allem um sogenannte psychedelische Substanzen. Ich finde, der Begriff ist sehr stark mit Stigma behaftet. Also im traditionellen Bereich, in gewissen Kulturen werden diese Art von Präparaten oder sogar Medizin wird es genannt, seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden benutzt. Und da hat es nicht den Status einer psychedelischen Droge, sondern fast sogar eines Sakraments oder wirklich eines sehr effizienten medizinischen Tools, Instruments. Ne? Und es hat eben, man kannte das aus den 60er Jahren, da gab es die psychedelische Revolution, die einherging auch mit der kulturellen Revolution. Und dann gab es einen Backlash, eine Illegalisierung, sogar auch der Forschung mit diesen Substanzen, wie ich finde, zu Unrecht. Und jetzt gibt es seit gut über einem Jahrzehnt eine Renaissance in der Forschung und seit ein paar Jahren auch wirklich in der Industrie. Also es gibt eine ganze neue Branche der psychedelischen Industrie und es geht da vor allem um Mental Health, aber man untersucht auch andere Applikationen, auch im neurologischen Bereich, was Demenzerkrankungen angeht, was inflammatorische Erkrankungen angeht und so weiter. Ne? Genau, also wir fokussieren uns bei der Reconnect Foundation vor allem auf psychiatrische Indikationen im Bereich der Mood Disorders, also der Gemütsstörungen wie Depressionen, Angststörungen, Burnout, genauso vor allem den Bereich, ja. Und kannst du das ein bisschen einordnen in großen Zusammenhang? Weil sozusagen für mich als Laie von außen betrachtet ist das, ich sehe das jetzt an manchen Stellen so aufpoppen, also diese Psychedelika oder psychedelischen Substanzen auch im Therapiebereich. Du sagst, eigentlich, das ist schon seit Jahren in Gange. Ne? Also gut, du bist ja da auch mittendrin. Du bist ja sozusagen da im Zentrum von dem, was geschieht. Von außen betrachtet ist das wahrscheinlich immer noch so, warum sollte man mit solchen Substanzen, die viele wahrscheinlich auch als sehr gefährlich einstufen, warum sollte man da damit arbeiten? Ja, wenn man sich die klassischen pharmakologischen Mittel anschaut in der Psychiatrie, gibt es wirklich eine suboptimale Wirksamkeitsprofil und auch sehr viele Nebenwirkungen. Also wenn wir uns die klassischen Antidepressiva anschauen, da gab es in den letzten Jahren mehrere Meta-Analysen der klinischen Studien, vieler klinischer Studien und sie zeigen einen sehr schwachen Effekt gegenüber Placebo und vor allem auch nur bei sehr schweren Erkrankungen. Und wenn man sich wirklich auch die Patienten anhört, viele sind nicht zufrieden, weil es wirklich eine Symptombekämpfung ist. Und es geht um, also wir sprechen von innerhalb der Reconnect Foundation, vor allem
getragen von Dr. Milan Scheidegger, die Definition einer transformationellen Therapie gegenüber einer Substitutionstherapie. Und wenn man sich eben das pharmakologische Paradigma zum Beispiel der klassischen, also SSRIs, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors anschaut, ist eigentlich das pharmakologische Ziel, Serotonin zu substituieren. Sehr vereinfacht, ne? Und eigentlich, worin das resultiert, ist, dass man nur die Symptome bekämpft. Ne? Die andere Alternative ist, nicht pharmakologisch zu arbeiten, also mit Psychotherapie, denke ich, eine sehr, sehr valide Methode und sehr, sehr wichtig. Und jedoch in vielen Fällen dauert es recht lange, bis das Wirkung zeigt. Ja? Und in manchen Fällen braucht man eben eine schnellere Unterstützung. Und ich denke, gerade in diesem, man spricht oft von Clinical Unmet Need, in dem Bereich könnten Psychedelika eine sehr gute Rolle spielen. Nicht als alleinstehende pharmakologische Behandlung, sondern als unterstützende Behandlung zur Psychotherapie. Also wir sind überzeugt, dass es quasi als Psychotherapie-Katalysator fungieren kann und eben Psychotherapie vertiefen und möglicherweise sogar auch beschleunigen könnte, ja. Ja, es ist wahnsinnig interessant, ne, diese Perspektive zu hören. Und wie ist es aktuell? Also jemand, der sich dafür interessiert, für diese Form von Therapie. Also ich habe gestern erst mit meinem Therapeuten gesprochen und er hat mir von so einem Gruselbeispiel sozusagen erzählt von, ja, da haben Therapeuten hier in München mit, ich weiß nicht welchen Substanzen gearbeitet und mit 180 Personen in Gruppe und 60 waren danach im Krankenhaus. Also so, ne, es gibt diese, ich habe das Gefühl, es gibt diese Lager, die das so verteufeln und sagen so, das ist wahnsinnig gefährlich, ja. Und dann sehe ich aber auch ganz viele international, Gabor Maté, Traumaforscher, der sich also in der Traumatherapie auch ganz stark dafür ausspricht. So. Und da würde mich interessieren, so deine Wahrnehmung, also warum ist diese Ablehnung da so groß? Haben die vielleicht die Psychotherapeuten auch Angst, dass ihnen Arbeit weggenommen wird? Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde, wie viele kontroverse Themen polarisieren Psychedelika sehr stark. Und es ist ein sehr stigmatisiertes Gebiet. Zudem ist auch die psychische Gesundheit ein sehr stigmatisiertes Gebiet. Das heißt, wir haben ein doppeltes Stigma hier, ne? Und es gab Beispiele, dass ich glaube, wenn ich mir die sage ich mal, die psychedelische Community anhöre, wird einfach nur Lob gesungen. Und man verschweigt so ein bisschen die negativen Beispiele. Also es gab sehr viele negative Beispiele des Missbrauchs. Mhm. Und also einfach um ein Beispiel zu nennen, Charles Manson, eben solche sektären Betriebe, die, wie ich denke, nicht wissenschaftlich und nicht sorgfältig unterwegs waren. Unter anderem auch gewisse Untergrundtherapie, die nicht sorgfältig war. Andererseits gab es sehr viele Untergrundtherapie mit fantastischen Ergebnissen. Ne? Und vor allem im traditionellen Kontext, wenn man sich anschaut, die indigene Benutzung von psychedelischen Substanzen, wenn es kulturell eingebettet ist und mit, sage ich mal, ausgefeilten Sicherheitsprotokollen angewendet wird, hat es ein extrem transformatives Potenzial. Mhm. Warum es diese zwei Lager gibt? Ja, ich denke mal, das ist immer so mit Innovationen. Ne? Es gibt immer man kennt diese Kurve der Adoption. Am Anfang gibt es die Early Adopters, irgendwann kommt dann die große Masse und dann irgendwann bleiben auch nur die Leute, die es nie akzeptieren werden. Also ich denke mal, das ist bei jeder Innovation so. Wo wir uns jetzt befinden, denke ich mal, in der psychedelischen Psychotherapie, wir sind in der Early Adopter Phase vor dem Takeoff der massiven Adoption. Man schaut sich zum Beispiel an die Drug Candidates, also Medikamente, die weiterentwickelt sind. Wir haben MDMA als Therapiebehandlung für PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, in den Vereinigten Staaten getragen durch MAPS. Die sind jetzt gegen Ende der Phase 3. Und wenn man sich da die Wirksamkeit anschaut, die Stärke der Wirksamkeit, das ist ein ganz anderes Niveau als klassische pharmakologische Behandlung. Also ich denke mal, das Potenzial ist, kann man nicht verweigern, auch wenn man sich andere Pilotstudien anschaut mit Psilocybin, auch mit Ayahuasca, mit DMT-basierten Therapien. Da gab es auch schon erste Pilotstudien. Was es jetzt braucht, einfach sind größere, strukturierte, systematische Studien, die eben die Sicherheit und die Wirksamkeit nachweisen. Und genau den Weg schlagen wir bei der Reconnect Foundation ein, eben
das volle Programm einer Medikamententwicklung durchzuführen. Und ich denke, das braucht es. Es braucht einfach eine wissenschaftliche Evidenz, eine objektive Analyse der Wirksamkeit, der Sicherheit. Ohne das, denke ich mal, ist die Gefahr groß, dass es eben zu weiteren Skandalen kommt oder zu weiteren, sage ich mal, Problemen, wie was der Psychotherapeut, den du genannt hast, beschreibt. Ich meine, das ist, was man auch nicht unterschätzen darf, das ist ein gefundenes Fressen für die Medien. Ne? Wenn sowas mal rauskommt, dann wird es extrem mediatisiert und auch verteufelt, denke ich mal. Ne? Also, ja, das ist da. Ja, okay. Ja, ich bin gespannt, ich bin wahnsinnig gespannt, wie das da weitergeht. Ich würde ganz gerne so ein bisschen den Sprung oder den Bogen machen zu dem Thema Selbsttreue und zu dem Thema auch Werte und Einklang mit den eigenen Werten leben. Mhm. Weil das, was du beschrieben hast, ja, jemand, der eine psychiatrische Störung hat, dem fällt es ja wahnsinnig schwer, so diese Verbindung mit sich selbst hinzubekommen. Ja? Mhm. Und in dem Zusammenhang möchte ich dich gerne fragen, also warum, also wo siehst du da die Wichtigkeit, ja, dieser Verbindung zu den Werten und auch den Zusammenhang mit der Selbsttreue? Ja? Ja. Ja, ich glaube, die Verbindung zu den eigenen Werten fängt erstmal damit an, dass man weiß, was diese sind. Und ich denke, zumindest in meiner eigenen Erfahrung ist dieser Prozess der Findung der eigenen Werte geht erstmal über eine Dekonstruktion. Ne? Also, dass man dekonstruiert, was sind die Werte, die ich in mir trage, welche sind kulturell, ich nehme mal das radikale Wort, indoktriniert und welche sind inhärent oder vielleicht uns Menschen als biologische Lebewesen eigen. Ne? Mhm. Und eben diese Arbeit ist wirklich eine Bewusstseinsarbeit. Und die kann man ohne pharmakologische Unterstützung sehr gut machen, mit Meditationstechniken und anderen kontemplativen Techniken. Aber man kann sie auch sehr gut mit pharmakologischen Mitteln machen. Und das zeigen eben die traditionellen und kulturell verwurzelten Benutzungen von Pflanzenmedizin in diesem Bereich. Also man schaut sich das Amazonasgebiet an, auch die Wüsten von Mittel- und dem Süden von Nordamerika, wo psychoaktive Kakteen benutzt werden für rituelle Zwecke. Und wenn man sich das wirklich genau anschaut, kommt der kulturelle Kontext auch mit einer gewissen Ethik. Und eine Ethik, die, sage ich mal, ja, eigentlich so das Grundlegende des Menschen, Menschlichseins, in den Vordergrund stellt und auch unsere Verbindung zu den lebenden Wesen um uns herum, zu dem Ökosystem um uns herum. Also diese sogenannte Interconnectedness, diese Verbindung, und quasi eine empathische Verbindung auch zu anderen Lebewesen. Und das ist etwas, denke ich mal, wenn man wirklich auf den Grund der Sache geht, das ist durch alle Kulturen hinweg und durch alle Menschen hinweg etwas, was fast absolute Werte sind. Weil wir sind eben biologische Lebewesen, die aus diesem biologischen System kommen. Ne? Ja. Genau. Jetzt die Frage war, was war nochmal die Frage, also bezüglich der Selbsttreue? Ja, und der Werte. Und also du hast jetzt schon angedeutet, dass eigentlich dieser Kontakt oder das Auffinden der eigenen Werte, dass das ganz viel mit einer Dekonstruktion von eigentlich gesellschaftlichen Werten zusammenhängt, was ich ganz spannend finde. Und das beobachte ich auch, viele Menschen, die zu mir kommen, es ist auch so, irgendwann kommt man auf das Thema Werte und dann wird, Moment mal, ich habe mich eigentlich noch nie so richtig mit meinen Werten auseinandergesetzt und zu merken, ich habe eigentlich die Werte übernommen, die in der Gesellschaft sind. Und da würde mich auch interessieren, wie unterscheidet sich denn jetzt Treue für dich als gesellschaftliche Norm von der Treue dann auch zu den intrinsischen Werten? Ich meine, ich bin kein Psychiater, ich bin kein Experte auf dem Thema Treue, ne? Aber ich kann wirklich nur eine subjektive Einschätzung geben. Ich denke, wenn man nicht
wenn man versucht, extrinsische Werte zu folgen, also gesellschaftliche Werte, die man nicht verkörperlicht hat oder verinnerlicht hat und die aber nicht im Einklang sind mit den eigenen intrinsischen Werten, das schafft dann eine psychische Spannung. Ne? Und ich denke mal, wenn diese zu groß wird, kann das eben zu Problemen führen, zu psychologischen Problemen. Ne? Und ich denke mal, dass man sich wieder zurückbesinnt auf was sind, wirklich diese Analyse macht und sich dann jeweils zurückbesinnt und nicht nur kognitiv, sondern wirklich auch emotional und vielleicht sogar spirituell, wenn wir über dieses Thema sprechen dürfen im wissenschaftlichen Kontext. Mhm. Aber wenn man sich auf diese Werte immer zurückberufen kann, nicht in einem zwanghaften Sinne, sondern wirklich in einem entspannten, integrierten Sinne, dann ist man einfach in Einklang mit sich selbst. Und dann denke ich mal, ist die Treue eigentlich kein, also die Treue zu den eigenen Werten ist dann kein, nichts, was extra Energie kostet, was einen extra Aufwand braucht, sondern etwas, was man einfach lebt, etwas, was einfach präsent ist. Ne? Mhm. Und ich denke mal, wenn man dann diesen Einklang gefunden hat, dann ist es auch wahrscheinlich viel einfacher, anderen Menschen gegenüberzutreten und mit einer Integrität von, okay, wer bin ich und wofür stehe ich? Ne? Und dann, ja, dann sind es wahrscheinlich eher Resonanzphänomene mit anderen Menschen. Ne? Man resoniert mit Menschen, die ähnliche Werte haben. Und ich denke mal, wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man auch selektiver vorgehen in dem Aufbau der Gemeinde, die man um sich herum hat. Ne? Und auch die Auseinandersetzung mit Leuten, die andere Werte haben, aber dass es einfach explizit wird, ne? Und dass man sich einfach versteht, okay, das sind meine Werte, wo ist der Common Ground und wie können wir eine funktionale Beziehung hier finden? Und ich würde annehmen, dass das für eine gesellschaftliche Gesundheit eine wichtige Voraussetzung ist. Ne? Mhm. In dem Zusammenhang, so, du hast vorher gesagt, also dieses Spannungsfeld, ja, also diese psychische Spannung, die da ist, von okay, da sind extrinsische Werte, da sind Normen der Gesellschaft und gleichzeitig ist da in mir was ich vielleicht wo ich noch nicht mal hingeschaut habe, aber es ist ein Spannungsfeld da. Würdest du sagen, und ich habe da keine Ahnung, das ist vielleicht, also bin einfach gespannt auf deine Antwort, dass das ein Grund ist für viele psychiatrische Störungen auch? Oder ist es nur einfach eine von vielen, vielen Möglichkeiten? Ich denke, es ist sehr komplex. Also psychiatrische Störungen sind sehr komplex. Es gibt viele mögliche Gründe. In vielen Fällen sind es genetische oder man stellt auch Verbindungen zum Mikrobiom in unserem Verdauungssystem. Also es gibt auch metabolische Ursachen. Ich denke aber auch, es gibt eben solche neurotischen oder psychologischen Ursachen, die eben mit der Lebensgeschichte zusammenhängen. Mhm. Und ich würde annehmen, dass so eine psychische Spannung, die durch diese Wertedifferenz entstehen kann, auch dazu führen kann. Ne? Mhm. Ja, schwierig. Also ich bin wirklich nicht der Experte auf dem Gebiet, um da eine definitive Meinung zu geben. Ne? Ja, es ist ich finde es ein sehr, sehr interessantes Thema, weil also wir haben bisher jetzt ich glaube, in keinem der Gespräche sind wir ganz stark auf das Thema Werte eingegangen. Wir haben viel über Selbsttreue gesprochen, aber die beiden sind natürlich unmittelbar miteinander verknüpft, weil ich kann mir ja nur treu bleiben, wenn ich meine Werte überhaupt kenne. Und sonst ist es immer so ein diffuses System oder Gefühl, Entschuldigung, von irgendwie bin ich hier nicht am richtigen Platz, aber ich weiß auch nicht, wo ich hin soll. So. Das ist einfach so das Kommentar, der mir gerade kam. Und ich hatte aber vorher noch eine Frage, als du erzählt hast von den verschiedenen Kulturen, ja, wo einfach auch Pflanzenmedizin eingesetzt wird, seit vielen Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von Jahren. Da habe ich mich gefragt, gab es in unserem Kulturkreis das auch? Wenn ja, was war das? Und auch, wieso hat sich es verloren? Weil, wenn es da Antworten darauf gibt. Pflanzenmedizin. Genau, ja. Oder einfach diese Form von Medizin, die uns in diesen Zustand bringt von diesem Interconnectedness, also von der Verbindung zu allen Lebewesen, zum Planeten. Jetzt werde ich vielleicht ein bisschen in einen etwas heretischen Kontext geraten, aber es ist, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich historische Evidenz ist oder ob das ein Gerücht ist, wie das kursiert. Also was man weiß, ist, dass Kelten zum Beispiel halluzinogene Pilze
konsumiert haben, benutzt haben, eben in druidischen Ritualen. Und ich würde annehmen, dass auch viele andere europäische Kulturen es gemacht haben. Ne? Was wir dann hatten im Mittelalter mit der Inquisition, ist eine sehr starke Bewegung des Exorzismus und der Verbrennung von Tausenden, wenn nicht Hunderttausenden von vor allem Frauen, aber auch Männern, die als Hexen und Hexer verteufelt wurden. Ne? Mhm. Oft waren das Heiler, die eben Pflanzenmedizin benutzt haben. Und ich würde vermuten, auch psychoaktive Pflanzenmedizin. Das heißt, in Europa gab es eben eine sehr starke, in Anführungszeichen, Reinigung von diesen Praktiken und diesem Wissen eigentlich. Und ich denke mal, das ist einer der Gründe, warum das verloren gegangen ist. Ne? Und was dann in, war das 43, passiert ist, dass Albert Hofmann LSD synthetisiert hat, kam eben im Westen wieder das Interesse für diesen Bereich, für Bewusstseinsänderungen. Viele Leute, die in den 60er Jahren dann mit psychedelischen Substanzen experimentiert haben, haben dann auch den Weg zum östlichen Kontemplativen gefunden, also zur Meditation und zu Yoga, und haben das auch eben nach Europa gebracht. Also ich denke, wir hatten das traditionell. Das ist meine Vermutung. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, keiner weiß es genau, weil in dem Zusammenhang der Verbrennung von Menschen gab es auch wahrscheinlich eine Verbrennung von Büchern. Gab es ja mehrmals in der Menschengeschichte, oder? Und deshalb denke ich mal, ist einfach viel Wissen verloren gegangen. Ne? Aber ich könnte mir nicht vorstellen, wieso es in vielen anderen Ecken der Welt, in Afrika, in Gabun, mit Iboga in Südamerika, mit Ayahuasca in Mittel- und Nordamerika, mit Peyote und die Mazatec-Kulturen, auch mit halluzinogenen Pilzen, in Indien möglicherweise Soma als auch eine Art von DMT-basierte Trunk und so weiter. Also es gab sehr viele Kulturen, die Pflanzenmedizin, also psychoaktive Pflanzenmedizin exploriert hat. Mhm. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es das in Europa auch gab. Und wie, also jetzt in der Entwicklung bei dem Reconnect Lab und auch der Reconnect Foundation, wie sieht es dann praktisch aus? Also ist es dann eine Tablette, die ich schlucke? Also okay, im Amazonas ist es vielleicht der Schamane, ja, der einem Ayahuasca reicht zum Trinken, der den Prozess energetisch begleitet. Aber als Westler, sage ich mal, es ist nicht unsere Kultur. Ja, es ist mit Sicherheit eine sehr starke Erfahrung, aber vielleicht ist man danach auch so ein bisschen allein damit und weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Und mich würde interessieren, also wie unterscheidet sich das, was ihr jetzt entwickelt, und wie sieht das praktisch aus? Also wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also einer der Grundgedanken, den wir hatten am Anfang, war einen medikolegalen Rahmen zu schaffen für Ayahuasca-basierte Psychotherapien. Und eigentlich, was es da braucht, ist eine Übersetzungsarbeit auf verschiedenen Niveaus. Ne? Zuallererst eine Übersetzungsarbeit auf dem pharmakologischen Niveau. Das heißt, wenn man heute den Pflanzensud Ayahuasca nehmen würde, würde es niemals durch eine regulatorische Prüfung gehen, weil es eben die Standardisierbarkeit, die Qualitätskontrolle und so weiter und so fort, es gibt sehr viele Probleme damit. Ne? Das heißt, ein erster Schritt wäre eben, das sauber hinzukriegen, eine Standardisierung und eben ein Präparat, was durch die regulatorische Prüfung im westlichen Kontext durchgehen kann. Ne? Und da sind wir jetzt dran. Eine zweite Übersetzungsarbeit ist eben, wie kann man ja die Praktiken, die schamanistischen Praktiken quasi übersetzen in einen allopathischen, also westlich-medizinischen Kontext. Und das ist, denke ich mal, ein größerer Challenge als die pharmakologische Übersetzung, weil man eben, das sind ganz andere Kosmovisionen und kulturelle Glaubensansätze auch, die im indigenen Bereich bestehen. Und ich denke mal, wenn man sich als Westler dorthin begibt, ist es für viele wahrscheinlich sehr schwierig und sehr fremd, eben diese Konzepte überhaupt zu verstehen und zu verinnerlichen. Deshalb denke ich mal, also es gibt viele Leute, für die das gut funktioniert, aus dem Westen auch. Aber ich denke mal, was wir brauchen, ist wirklich eine Übersetzung in einem psychotherapeutischen Rahmen und idealerweise in einen säkulären, also nicht religiösen psychotherapeutischen Rahmen. Mhm. Denke mal, das ist dann die zweite Übersetzungsarbeit. Ja. Und was ich denke dann auch, ist eine dritte Übersetzungsarbeit, nämlich auf breiterem
gesellschaftlichen Kontext? Wie kann man quasi aus diesen Erfahrungen und diesem neu gewonnenen adaptiven Bewusstseinszustand dann zurückkehren in vielleicht eine Welt, die überhaupt die Neurose hervorgerufen hat, zu Beginn? Und ich denke mal, was es dann braucht, und das ist, wenn wir von psychischer Gesundheit als systemischem Problem sprechen, ist es dann wirklich ein gesellschaftliches Problem, weil ich meine, das kommt ja nicht von irgendwo her, ne? Das kommt eben aus, auch teilweise aus der gesellschaftlichen Struktur. Ja. Wo ich dann denke, ist dann wirklich die große Übersetzungsarbeit, die notwendig ist, ist wirklich eine systemische Überholung unserer Gesellschaft, ja? Und ja, ich werde mich jetzt berufen auf eine Schule aus der MIT Sloan Business School mit Otto Scharmer, der spricht auch von der sogenannten Theory U, und da geht es auch um systemische Probleme, die er sich anschaut auf individuellem Niveau. Und es hat sehr viel zu tun mit der Mental Health Crisis, also mit der Krise eigentlich, der hohen Prävalenz der psychischen Störungen. Bis zu 20% Leute in Westen leiden an irgendeiner psychischen Störung. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Also wenn man sich mit Psychiatern unterhält, ist die Dunkelziffer wahrscheinlich höher. Das andere systemische Problem ist die gesellschaftlichen Probleme, die wir haben mit Populismus, mit Ungleichheit, finanzieller Ungleichheit und so weiter. Und die dritte, und ich denke mal, die uns existenziell am meisten bedroht, ist die ökologischen systemischen Probleme. Und das braucht eben einen neuen Mindset, das braucht ein neues Bewusstsein, ein neues systemisches Design der Gesellschaft. Und ich denke, es wird schwierig sein, dieses Design zu implementieren, wenn es nicht einen Bewusstseinswandel gibt. Und das ist, wo ich denke, dass eben Bewusstseinstechnologien wie zum Beispiel Psychedelika eine Rolle spielen könnten, wenn sie in einem verantwortungsvollen und wissenschaftlich basierten Rahmen benutzt werden. Ne? Okay, du hast jetzt gesprochen eben von diesem neuen systemischen Design oder von dieser systemischen Überholung der Gesellschaft, die wir brauchen. Wenn ich dir dazu höre, dann klingst du sehr, sehr hoffnungsvoll, ja, und voller Tatendrang. Bei mir selbst merke ich so, boah, es klingt sehr groß und es stellt sich so sehr schnell dieses Gefühl von Ohnmacht ein. Ja? Und wie glaubst du, kann für dich dieser Weg aussehen? Du hast das schon jetzt sehr angedeutet, ne? Es braucht das Bewusstsein beim Einzelnen, aber das allein wird ja nicht reichen. Es braucht ja auch von anderer Seite was. Also es braucht, ne, dass es wirklich, also dass es ein neues Design der Gesellschaft gibt. Da braucht es ja, von ganz vielen Seiten Akteure. Ich meine, jetzt werde ich mich auf Yuval Harari beziehen, und er hat mehrere Bücher geschrieben, aber einer der Grundgedanken ist nämlich, dass unsere Gesellschaften sind basiert auf Narrativen. Ne? Das sind alles Glaubenskonstrukte, die wir schaffen. Geld, Institutionen, der Staat, eine Nationalität. Das sind alles Begriffe, die irgendwann erfunden wurden durch Menschen und die zu einem globalen Narrativ geworden sind. Und diese Narrative ändern sich mit der Zeit. Wenn man sich das historisch anschaut, gibt es immer wieder, sage ich mal, systemische Wandel, die auch dann eine neue Gesellschaft hervorrufen. Oft leider Gottes nach sehr starken existenziellen Krisen, wie dem Zweiten Weltkrieg oder vorher noch irgendwelchen anderen Kriegen, vielleicht auch irgendwelchen Epidemien, die geschehen. Und was ich denke ist, wenn man sich wirklich den Stand der Welt anschaut, sind diese Krisen imminent, wenn sie nicht jetzt schon am Geschehen sind. Mit Covid, mit der ökologischen Katastrophe, in die wir uns hineinsteuern. Das heißt, die Krise ist schon da. Ne? Und ich denke mal, inkremental können wir diese Probleme nicht lösen. Also ein bisschen effizienteres Auto und ein bisschen bessere Heizung im Haus wird das ökologische Problem nicht lösen. Ne? Das heißt, es braucht wirklich ein radikales Umdenken und das Design eines neuen Systems. Und ich denke mal, dafür braucht es eben auch eine Bewusstseinswandlung oder vielleicht sogar Evolution.
Und wenn man sich eben Bewusstseinsforschung anschaut, gibt es auch gewisse Schulen, die von Bewusstseinsevolution im individuellen Niveau sprechen, die dann aber auch auf gesellschaftlichem Niveau festgestellt werden können. Und ich denke mal, ja, also an meinen pessimistischen Tagen denke ich, die Krise wird kommen und es wird dann erst danach diesen Wandel geben. An meinen optimistischen Tagen denke ich, wenn wir es wirklich versuchen, können wir es noch vor der Krise schaffen und so diese abwenden. Ne? Du hast jetzt eben genau dieses Bewusstsein ja angesprochen, also dieses eigene Bewusstsein schaffen. Und welche, also was für Methoden und Technologien siehst du da noch? Also eben wirklich dieses eigene Bewusstsein für sich zu schaffen, für die eigenen Werte, also überhaupt die Möglichkeit herzustellen, mir selbst treu zu bleiben, weil ich weiß, was meine Werte sind, weil ich mir ja bewusst bin, wer ich bin. Ja, also ich denke, um das wirklich nachhaltig zu implementieren, braucht es eine Art regelmäßige Praxis, in der man wirklich diese Werte pflegt. Also für mich zum Beispiel sind Yoga und Meditation und Mindfulness eben, sage ich mal, wie eine Art spirituelle Hygiene, die man täglich betreiben kann und die einen wieder in Resonanz bringen mit den eigenen Werten zum Beispiel, ne? Weil man sich die Zeit nimmt, das auch zu tun. Dann die Umsetzung auf das institutionelle Niveau ist dann wirklich die viel komplexere Frage. Aber das zumindest in demokratischen Gesellschaften geht das so, wenn wirklich ausreichend viele Leute ein neues Narrativ adoptieren und fordern eigentlich, ne? Und dann gibt es auch kann es auch einen institutionellen Wandel geben. Und ich denke mal, weniger als das wird nicht reichen, ne? Das heißt, wir müssen wirklich überdenken, wie sehen die neuen Institutionen aus und wie kann man eben diesen Bewusstseinszustand, der in Balance und in einem, sage ich mal, adaptiven Funktionsmodus ist, umsetzen auf institutionelle gesellschaftliche Niveaus, ne? Da habe ich keine einfache Lösung. Ich glaube, da gibt es auch keine einfache Lösung. Das wird ein Trial-and-Error-Prozess sein. Aber wenn wir es nicht versuchen, dann ja eben, dann passiert das, was mit Lemmingen passiert, ne? Die fallen über die Klippe und die überleben, die sehen sich da die Katastrophe an und müssen was Neues dann eh überdenken. Ne? Also von dem her, warum nicht jetzt schon proaktiv starten? Ne? Ja. Und dann ist ja auch noch, ne, als ja, nicht nur sozial sozusagen die Problematik da oder gesellschaftlich, sondern ja auch ökologisch. Das hattest du ja vorher schon angedeutet. Und da würde mich deine Perspektive drauf interessieren. Ja, was hat denn eigentlich das Thema Selbsttreue oder sich selbst treu bleiben auch mit ja, Treue gegenüber dem Planeten und anderen Lebewesen zu tun? Gut, das ist jetzt meine subjektive Perspektive, ne? Aber eigentlich, wenn ich in meine Werte hineinhöre, dann kann ich mich nicht dissoziieren von eben dem Ökosystem, was mich als biologisches Lebewesen hervorgebracht hat, ne? Das heißt, eigentlich für mich ist einfach das Ökosystem Teil meiner Identität, ne? Und das wäre, ich fände es einfach psychisch nicht gesund, wenn das nicht der Fall ist, ne? Dann was dann passiert, ist eine Dissoziation von allem Lebenden um einen herum. Eben wenn das passiert, ja, dann behandelt man die Lebewesen oder andere Lebewesen eben als Ressourcen, als etwas, als eben Commodities oder Rohstoffe, die man weiterverarbeiten kann, ne? Und erst wenn man sie integriert ins eigene Identitätsbild, dann verändert sich die Perspektive. Dann auf einmal fragt man sich, okay, hat ein Wald quasi Waldrechte, grundlegende Waldrechte? Hat ein Tier grundlegende Tierrechte? Hat ein funktionales System? Ich meine, Wald stellt man sich oft vor als Summe von Bäumen, aber es ist viel mehr als das. Das ist auch das Myzelium im Boden, was auch wirklich ein sehr komplexes Lebenssystem schafft, ne? Erst wenn man das versteht und integriert, verändert sich auch die Wahrnehmung. Und dann spürt man hoffentlich, und das hoffe ich für uns alle, spüren wir den Schmerz, wenn diesen Lebewesen Schmerz auch angetan wird oder sie zerstört werden. Und ich glaube, ohne diese emotionale Verankerung haben wir einfach nicht das sage ich mal, die notwendige psychische Energie, um Stopp zu sagen und auch unser eigenes Verhalten zu ändern. Letztendlich geht es ja auch darum, ne?
Das heißt, wie verändere ich mein Verhalten, um mir selbst nicht weh zu tun? Oder wie verändere ich mein Verhalten, um dem Ökosystem nicht weh zu tun und bei Extension mir selbst nicht weh zu tun? Und ich denke mal, da kommen wir wieder zu den eigenen Werten. Also ich meine, ein erster Wert ist, an der eigenen Gesundheit und am eigenen Wohlsein zu arbeiten. Ne? Und wenn man eben das Ökosystem integriert, dann ist es offensichtlich, dass man da auch sehr bedacht und behutsam sein muss. Ne? Macht das Sinn? Ja, absolut. Und ja. Ich erinnere mich zurück an, ich habe ja eine Zeit lang auch angefangen zum Promovieren und irgendwann dachte ich mir, also eine der Hypothesen, zu denen ich gerne gearbeitet hätte, ich habe es aber dann in die Tonne getreten, war so diese Hypothese von jemand, der mal eine Einheitserfahrung gemacht hat, also auch, ja, man könnte sagen, eine spirituelle Einheitserfahrung, der kann eigentlich gar nicht mehr sozusagen den Planeten weiter verschmutzen, weil er merkt, so Moment mal, da ist eben ja diese Verbindung da. Und was ich dem Planeten antue oder auch meinen Mitmenschen, das ist mit mir verbunden. Ja? Also da hat es eine Rückkoppelung sozusagen zu mir oder einfach eine Verbindung, die da ist. Genau, also wenn wir nochmal zurück zur psychischen Gesundheit gehen, eine der prominenten Hypothesen in der psychedelischen Forschung ist, dass die Wirksamkeit, die klinische Wirksamkeit der Therapie eigentlich direkt korreliert zur Tiefe der mystischen Erfahrung oder Einheitserfahrung. Ne? Das heißt, wenn man es schafft, eben diese Verbindung, diese non-duale Verbindung mit dem Leben um einen herum zu schaffen, dann nimmt es so wie den Boden weg einer sehr egozentrischen, konvergenten Loop, also einer Spirale, in der man sich oft befindet, wenn man mit Problemen wie Depression oder Angst zu tun hat. Ne? Das heißt, man ist gefangen eben in einem rigiden, in so einem rigiden Neuraloop. Ne? Das ist auch interessant, wenn man sich auch die Bildgebung Studien in der psychedelischen Forschung anschaut, korreliert das auch sehr gut, ne? Weil was man sieht, ist eine Hyperverbindung des Gehirns, der verschiedenen Areale, was dann die Möglichkeit bietet, psychotherapeutisch eben diese konvergenten Loops aufzulösen. Ne? Und das geht dann, also ist zumindest auch unsere Hypothese, dass man den Moment nutzen kann, um sehr maladaptive, also sehr konvergente Denk- und Verhaltensmuster aufzulösen und zu ermöglichen, dass Leute wirklich wieder die Balance und so eine Art adaptives Bewusstsein finden, was dann viel flexibler ist. Ne? Also das ist eben, und für mich hängt das alles zusammen. Also man kann nicht isoliert die eigene psychische Gesundheit und allgemein auch die körperliche Gesundheit betrachten, ohne die Gesundheit des Ökosystems zu betrachten, in dem man sich befindet. Man kann nicht gesund sein in einem kranken Ökosystem. Und das Problem ist, unser Ökosystem ist extrem krank momentan. Das heißt, ja, wenn wir uns um die eigene Gesundheit scheren, dann müssen wir uns absolut und kategorisch um die Gesundheit des Ökosystems kümmern. Vielen Dank, Davor. Das bereichert diesen Kongress ungemein. Also diese Perspektive, die du jetzt mit reingebracht hast, da einfach wirklich diese große Perspektive, die unseren Planeten einfach mit einbezieht, die unser Ökosystem mit einbezieht. Ich möchte dich zum Abschluss noch eine Frage stellen. Und zwar, wenn du dir in Bezug auf Treue eine Sache wünschen könntest, was wäre es? Also wenn jetzt hier der Genie-Flaschengeist kommt und er sagt, Davor, du hast einen Wunsch, aber er muss mit Treue zu tun haben. Was würdest du dir wünschen? Ich muss sagen, ich hab mich mit dem Thema Treue eigentlich erst angefangen auseinanderzusetzen, nachdem du mich angesprochen hast, um hier zu sprechen. Deshalb vielleicht werde ich Sachen sagen, die nicht, oder habe Sachen gesagt, die irrelevant sind oder nicht ganz, ganz durchdacht. Aber ja, was das wäre, also wenn ich mal so ganz naiv denken darf, und was der Begriff Treue bei mir hervorruft, ist eben auch so dieses gesellschaftlich formatierte von einer Beziehungstreue, also 1:1 monogamische Beziehung und dann, da geht es ja vor allem um diese Treue. Für mich ist Treue, wenn ich es breiter definieren darf, auch Treue wirklich unserer Existenz hier und dem Leben als solchem zu verstehen. Ne? Das heißt, was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass sich ja möglichst viele Leute dessen bewusst werden, ne? Dass das Treuekonzept auch das Leben im Allgemeinen einschließen sollte. Ne? Also wirklich einen viel breiteren Kontext als nur sich selbst oder nur die Beziehung zu meinem Partner, ne? Zum Beispiel.
Vielen Dank. Ja, da kann ich mich anschließen. Ich glaube, das würde ich mir auch wünschen. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Wir werden, sehr gerne. Wir werden alles hier unten verlinken und dann können dich die Leute auch finden. Du bist auf LinkedIn, ne? Da, ja, ich bin auf LinkedIn, ja. Mhm. Alles klar. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Marianne.